Gut zum Druck. Eine Sendereihe in zwei Teilen. Die Zeitung im Umbruch. Mit der Linotype ging es erst richtig los. Das Papier wird langsam knapp, denn die Zeitungen boomen, die Seitenzahlen steigen, die Leserzahlen auch. Und der nächste Technologieschub steht vor der Tür. In Swissmade Adrian Futtiger, der Schöpfer vieler Schriften. Dieses Gebäude in Fribourg wurde zu jener Zeit erbaut, als Johannes Gensfleisch, genannt Gutenberg, den Buchdruck erfand. Mitte des 15. Jahrhunderts. Im November 2000 wurde hier das Gutenberg-Museum eröffnet. Der Übergang vom Handkopieren zu einem mechanischen Kopiersystem machte es möglich, Wissen zu verbreiten, Ideen einer interessierten Bürgerschaft näher zu bringen, Literatur einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das Gutenbergsche Druckprinzip blieb, von Nuancen abgesehen, über 400 Jahre lang unverändert. Erst mit der Industrialisierung machte im 19. Jahrhundert auch die Druckbranche einen nächsten großen Schritt nach vorn. Die maschinelle Vervielfältigung beschleunigte die Verbreitung von Nachrichten. Tageszeitungen kamen auf und ermöglichten es so einer breiteren Öffentlichkeit, sich über das Lokale und Regionale, mit Verspätung auch über das Weltgeschehen zu informieren. Der eigentliche Durchbruch der Zeitung aber kam mit der Erfindung der Setzmaschine, der Linotype. Im Auftrag der New York Tribune fertigte der in die USA emigrierte deutsche Uhrmacher Ottmar Mergenthaler 1886 ein Gerät an, mit dem der Setzer wie an einer Schreibmaschine arbeiten konnte. Aus einem Setzkasten fallen die metallenen Negativtypen auf eine Schiene, die bis zur vollen Zeilenlänge gefüllt wird. Die Zeile wird in eine Gussform überführt und mit der flüssigen Bleilegierung gefüllt. Während der Schriftsetzer die nächste Zeile schreibt, erkaltet die Bleizeile und wird ausgeworfen. Aus dem Blocksatz solcher Bleizeilen wurden dann die Druckplatten gegossen. Solche Maschinen bildeten bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts die Grundlage aller Druckerzeugnisse, auch der Zeitungen, und sind zum Teil noch heute im Einsatz. Der Name Linotype stammt übrigens vom begeisterten Ausruf des Tribune-Verlagsleiters Whitelaw Reid ab, der gesagt haben soll: "Ottmar, you've done it. You've cast the Linotype." Der Clou von Mergenthalers Erfindung war die automatische Rückführung der Metalllettern in den Setzkasten. Ein raffiniertes Aufhängungssystem lässt jede Letter in die richtige Linie fallen und führt sie damit immer von Neuem der Wiederverwendung zu. Seit den späten 60er Jahren haben die meisten westeuropäischen Zeitungen auf Fotosatz- und Offsetdruck umgestellt. So auch die renommierte Frankfurter Allgemeine Zeitung, die hier als Beispiel dienen soll. Auch bei der FAZ befinden sich Druckvorstufe und Druckerei längst nicht mehr unter einem Dach mit der Redaktion. Von der Redaktion in der Frankfurter Innenstadt werden die Daten der fertig umbrochenen Seiten über Satellitenleitungen digital in die Sozietätsdruckerei im Industriequartier Mörfelden gesendet. Hier werden die Filme belichtet und im gängigen Verfahren Druckplatten hergestellt. In die eigentliche Druckerei gelangen die Platten über ein mechanisches Transportsystem. Demnächst soll dieses so ausgebaut sein, dass die Platten nicht mehr von Hand auf die verschiedenen Drucktürme verteilt werden müssen, sondern automatisch an den richtigen Ort dirigiert werden. In der Sozietätsdruckerei Mörfelden wird täglich eine Auflage von gut einer halben Million FAZ-Exemplaren gedruckt. Eine weitere Druckerei in Potsdam besorgt den Rest für eine Gesamtauflage von 600.000 Exemplaren. Druckbeginn ist bereits um 18 Uhr, sonst wird die Zeit für den Druck der gesamten Auflage knapp. Ein wichtiges Anliegen der FAZ ist die Druckqualität. Pro Schicht sind neben 30 angelernten Hilfskräften etwa gleich viel ausgebildete Drucker im Einsatz.
Obwohl auch in der FAZ wegen der Werbekundenwünsche die Anzahl der Farbseiten zunimmt, ist ein sauberer Textdruck ein wichtiges Verlagsanliegen. Und sauber schwarz zu drucken, ist noch schwieriger als farbig, sagt der Fachmann. Die komplette Ausrüstung einer Tageszeitung mit bis zu 342 Seiten und maximal 8 Beilagen erfordert nicht nur geeignete Maschinen, sondern auch eine präzise Logistik. Denn neben den vorproduzierten redaktionellen Beilagen müssen je nach Destination Teilen der Auflage verschiedene Werbe- und lokale Beilagen zugefügt werden. Und dann sollen die richtigen Zeitungen auch noch an den richtigen Ort geschickt werden. Ungefähr alle 2 Stunden wird nachgeschoben. Die Produktion wird gestoppt, die aktualisierten Seiten werden ausgetauscht. Dabei handelt es sich nicht nur um aktuelle Sportnachrichten oder Börsenkurse. Jeder Kommafehler, der inzwischen entdeckt worden ist, wird korrigiert. Das hat zur Folge, dass meist weit über die Hälfte der Seiten neu aufgespannt werden muss. Trotz oder gerade wegen dieses Aufwands sind die Auflagenzahlen der FAZ konstant bis leicht steigend. Wie bei den meisten anderen Qualitätszeitungen. Befürchtungen, das Internet werde die Existenz der meisten Zeitungen in Frage stellen, haben sich ebenso als falsch erwiesen wie die Prognosen beim Aufkommen des Radios oder beim rasanten Vormarsch des Fernsehens. Professor Boris Fuchs, ehemaliger Leiter des IFRA. Wir erleben es gerade jetzt im Moment, dass die Verleger, die Zeitungsverleger wieder Vertrauen gefasst haben in ihre Zeitung. Ganz deutlich zu sehen daran, dass alle relevanten Druckmaschinenhersteller, also die Hersteller von Zeitungsrotationsmaschinen, ihre Orderbücher voll haben. Dazu kommt auch, dass Zeitungspapier im Moment sehr knapp geworden ist, weil die Seitenzahl der Zeitungen gestiegen ist, wegen des Annoncenaufkommens. Und drittens, dass sogar gewisse Verbrauchsmaterialien wie CTP-Druckplatten plötzlich Engpässe erfahren. Heidelberg ist Heimatstadt und zugleich Synonym für einen der größten und renommiertesten Druckmaschinenhersteller der Welt. Der neue Hauptsitz mit der markanten Skulptur davor, das galoppierende dreibeinige Pferd versinnbildlich die 3 Stufen des Druckvorgangs, stellt selbstbewusst die marktführende Stellung zur Schau. Innovative Technologie war dafür nur ein Faktor. Ebenso entscheidend waren intensive Beratungs- und Serviceleistungen, maßgeschneiderte Systemlösungen und schnelle Marktanpassungen. In China zum Beispiel ist in den letzten Jahren das Bedürfnis nach Druckerzeugnissen buchstäblich explodiert. Wenn Sie mich vor 7, 8 Jahren gefragt hätten, hätte ich gesagt, wir müssen dort die ganz einfache Technik platzieren. Wir müssen dort einfachste, alte, gebrauchte Maschine unterbringen. Heute ist es ganz anders. Die Chinesen haben erstens nicht mehr eine zentrale Verteilung der Investitionsmittel, sondern dezentral. Unternehmertum kommt hoch. Und sie überspringen technologisch gesehen 1, 2 Generationen im Vergleich zum Westen. Sie steigen in die modernste Technik mit ein. Sie nehmen unmittelbar digitale Datenverarbeitung und nutzen die modernsten Druckmaschinen, die es gibt. Die Bedürfnisse der Kunden auszuloten, ist in den Showrooms von Heidelberg ebenso wichtig wie der Verkauf von Maschinen. Denn entscheidend für weitere Technologieschritte, sagt Klaus Spiegel, sei nicht nur die Machbarkeit, sondern Kundenbedürfnis und Preis. Der Übergang zu rein digitalen Drucksystemen ist in Teilen schon vollzogen. In der Zeitungsbranche aber noch zu unwirtschaftlich. Wir haben eine Folgerichtigkeit von Computer to Plate zu Computer to Press und dann Computer to Print. Das sind die 3 Stufen. Computer to Plate heißt natürlich, dass man keinen Film mehr gebraucht, man spart Material und erzeugt die Druckplatte direkt durch Laserbelichtung. Computer to Press hat nun 2 Unterabteilungen. Das eine ist ein internes Computer to Plate innerhalb Computer to Press. Das heißt, es werden Platten noch aufgespannt auf die Kleinrotation. Sie sind aber nicht vorher belichtet, sondern werden innerhalb der Maschine belichtet.
nach Ausdrucken muss die Platte dann wieder heruntergenommen werden. Der andere Teil davon von Computer de Presse ist, dass eine Platte stetig in der Maschine bleibt und dort belichtet wird, abgedruckt wird und dann abgewaschen wird. Und das dritte ist Computer to Print. Das ist eigentlich alles das, was wir kennen von den Bürokopiermaschinen. Alle diese drei Dinge werden, also das heißt die zwei, Computer to Press und Computer to Print Technologien, werden heute von der Druckmaschinenindustrie weiterentwickelt, um sie eines Tages vielleicht auch für den Zeitungsdruck nutzbar zu machen. Was im Moment total im Wege steht, sind die Kosten natürlich und zweitens die Geschwindigkeit. Trotzdem rückt der in Büros und Rechenzentren erprobte Laserdrucker Schritt für Schritt weiter vor. Die Schweizer Firma Hunkeler entwickelt seit einigen Jahren Print-on-Demand-Systeme, indem sie konventionelle Drucker für spezielle Anwendungen ausrüstet. Formulare, Verträge, Policen, Handbücher. Immer mehr Betriebe spezialisieren sich auf digital gedruckte, maßgeschneiderte Drucksachen. Die ganzen Dokumentenfertigungen, sprich Gebrauchsanleitungen für Haushaltgeräte, für Computer, für Fluggesellschaften, das ist eigentlich ein geradezu klassischer Fall, um Digitaldrucktechnik einzusetzen, weil dort kriege ich eigentlich technische Daten im letzten Moment. Und die konventionell zu drucken, zu verarbeiten, würde Tage dauern. Im Digitaldruck haben Sie Manuals, wie wir sagen, dann ready, bereit, wenn sie eben gebraucht werden. Sogar in der Buchherstellung kommen vermehrt Digitaldrucker zum Einsatz. Zum Beispiel für kleine Auflagen wie Rezensionsexemplare oder Nachdrucke. Ganz neu ist ein System, mit welchem in Zukunft überall auf der Welt gleichzeitig Ausgaben einer Tageszeitung hergestellt werden können. Ich denke, da geht ein neuer Komet auf. Im Digitaldruckbereich wird es möglich sein, die Zeitung zeitgleich zu drucken. Wenn in der Druckerei die Hauptauflage startet, kann ich in 300 Städten und mehr in der Welt zeitgleich in der gleichen Aufmachung die Zeitung drucken. Sie ist dann total aktuell. Sie hat auch kleine Auflagen zu verarbeiten, indem ich auch kleinere Blätter, die Logistik nicht aufbringen, solche Zeitungen ans Ende der Welt zu transportieren, kann ich im Prinzip die Daten transportieren und nachher drucken. Die Daten für eine Ausgabe werden, so wie sie in die Druckerei gelangen, per Internet digital in ein Servicecenter übermittelt. Mit kleinem Aufwand wird das System eingerichtet und zugleich kann die neueste Ausgabe in beliebiger Auflage gedruckt und ausgerüstet werden. Natürlich nicht so schnell wie auf einer Rotationsanlage, aber immerhin mit bis zu 500 Exemplaren pro Stunde. Die Papierqualität ist etwas besser als im Rotationsdruck. Das Format etwas kleiner als normal. Im Übrigen aber kommt am Ende eine richtige Zeitung heraus. Innerhalb kürzester Frist kann das System für den Druck anderer Zeitungen umgerüstet werden. Die Neue Zürcher Zeitung wird eine der ersten sein, die mit diesem System Erfahrungen sammelt. Der Hauptprobe Anfang Februar sah Rudolf Liesebach, Leiter Produktion und Technik bei der NZZ, deshalb gespannt entgegen. Ja, ich bin natürlich tief beeindruckt. Also nicht nur von der Druckqualität, sondern auch von der Art und Weise, wie diese Zeitung produziert werden kann heute. Wir haben heute gesehen, dass es tatsächlich möglich ist, eine Tageszeitung auf rein digitalem Weg herzustellen. Also nicht nur zu drucken, sondern eben auch auszurüsten. Obwohl das System im praktischen Einsatz noch nicht erprobt ist, will die NZZ den Schritt wagen und ab Mitte 2001 in London die Produktion von knapp 1000 Exemplaren pro Nacht aufnehmen. Das Ziel wäre, in einem Testmarkt in Großbritannien, in London, diesen digitalen Zeitungsdruck zum Einsatz zu bringen. Wir haben eigentlich die sämtlichen technischen Abläufe jetzt optimiert und fertiggestellt. Also das heißt, von der digitalen Druckvorstufe über das Übermitteln der Zeitungsdaten per Internet bis zum Druck und eben auch bis zur Ausrüstung. Und es ist in der Tat so, dass die reinen Druckstückkosten natürlich nicht konkurrenzieren können mit dem konventionellen Zeitungsoffset. Aber durch die Kompensation der Logistikkosten, durch das frühere Erscheinen, die frühere Verfügbarkeit der Neuen Zürcher Zeitung,
in London werden wir in der Lage sein, dieses Projekt dort zu implementieren. Zeitungen mit internationaler Verbreitung könnten in Zukunft in wichtigen Städten gemeinsam solche Digitaldruckzentren betreiben, sofern sie nicht wie zum Beispiel USA Today in fast 100 Städten der Welt mit örtlichen Zeitungsdruckern zusammenarbeiten. Neben den großen sind aber auch viele kleine Zeitungen im Aufwind. Voraussetzung für den Erfolg einer Zeitung ist gemäß Boris Fuchs, je länger, je mehr die Qualität. Es ist natürlich in erster Linie das Lokale, die Lokalnachrichten, aber es sind auch die Kommentare. Und zwar die Kommentare, ganz besonders die politischen Kommentare, die möglichst ein Spektrum von links bis nach rechts abdecken müssen. Denn wenn Sie erfolgreiche Zeitungen analysieren, dann sehen Sie immer wieder, es sind immer diejenigen, die die besten Kommentare bringen. Das heißt, bester Journalismus, bestes Recherchieren, was unterschwellig natürlich immer eine gewisse Meinungsbildung natürlich mit sich bringt. Ein typisches Zeitungeservolk sind die Finnen. Bei der Verbreitung von Tageszeitungen liegt Finnland mit 91% weltweit an der Spitze. Deutlich vor Schweden mit 88 und der Schweiz mit 84%. Es gibt in Helsinki sogar Cafés mit Tageslichtleselampen für die Wintermonate, wenn morgens erst spät der Tag anbricht. Im Zentrum Helsinkis, neben dem Hauptbahnhof und dem berühmten Museum für neue Kunst Kiasma, steht das Verlagsgebäude der Sanoma Corporation. Die führende Verlagsgruppe Finnlands gibt den renommierten Helsingin Sanomat und die Boulevardzeitung Ilta Sanomat heraus. Außerdem betreibt sie einen Fernsehsender und zwei Radiostationen. Präferenzen für ein Medium kennt Sanoma Corporation nicht. Ich glaube, dass auch in Zukunft die verschiedenen Medien nebeneinander genutzt werden. Gedruckte und elektronische Medien inklusive Internet mit den verschiedenen Anwendungen. Der entscheidende Faktor im Wettbewerb wird der Inhalt sein. Auch Helsingin Sanomat unterhält, wie viele Zeitungen, eine Online-Redaktion. Agenturmeldungen, aber auch Informationen der zeitungseigenen Reporter werden hier laufend aufgearbeitet. Wo sich die Rolle der Online-Zeitungen in Zukunft einpendeln wird, ist, wie beim Aufkommen von Radio und Fernsehen, noch unklar. Ich glaube, am Anfang war die Rollenverteilung doch wohl so, als Radio und Fernsehen aufkamen, dass man sagte, Kurznachrichten, aktuelle Kurznachrichten, die bringt Radio und Fernsehen. Während die vertiefenden Nachrichten, also die vertiefende Information dazu, man in der Zeitung gewinnt. Die Kommentare dazu und überhaupt die Hintergrundinformationen. Ich glaube, dass jetzt im Internetzeitalter sich genau das Gegenteil herausgestellt hat, dass man nämlich nun der Meinung ist, dass die Zeitung eigentlich den großen Überblick bringen muss. Die Zeitung wird sich zu einer Art Medienkursbuch entwickeln. Zeitungsunternehmen gehören heute zu den meistbeachteten Anbietern im Internet. Ihre Marke bietet Gewähr für Glaubwürdigkeit im Informationsüberfluss des Internets. Es sieht so aus, als ob sie auch den Kampf gegen branchenfremde Newcomer im Informationsgeschäft gewonnen hätten. Gegen Anbieter, die keine teuren Druckmaschinen, Papier und Vertrieb zu finanzieren haben. Trotz Internet hat Helsingin Sanomat allerdings auch im konventionellen Druckbereich Neuland betreten. In Varkaus, einer Kleinstadt in der Weite Mittelfinnlands, werden seit 1989 die Zeitungen für den dünn besiedelten Norden und Osten des Landes gedruckt. Diese Auflagen sind zwar nicht sehr groß, denn von den gut 5 Millionen Finnen leben 2/3 in Helsinki und seiner näheren Umgebung. Aber der Staat unterstützt massiv Projekte, die in ländlicher Gegend Arbeitsplätze schaffen. Immerhin beschäftigt die Druckerei rund 200 Arbeiter aus der Umgebung. Druckereileiter Juha Kyrö stammt allerdings aus Helsinki, wo auch seine Familie weiterhin wohnt. Er findet dennoch Positives an seinem abgelegenen Arbeitsplatz. Itse asiassa mä oon erittäin
Ich bin stolz auf dieses Unternehmen. Es hat eine überschaubare Größe. Speziell die Zusammenarbeit im Betrieb ist sehr befriedigend, weil wir hier sehr flache Hierarchiestrukturen haben und alle am gleichen Strick ziehen. Den entscheidenden Ausschlag für den Standort Varkaus gegeben hat aber die Chance, dass die Druckerei an eine bestehende Papierfabrik angebaut werden konnte. Das ergibt Synergieeffekte, spart Transportkosten für das Ausgangsmaterial. Und beweist, dass die Sanoma-Verleger weiterhin an das Papier glauben, obwohl seit geraumer Zeit seine Ablösung durch elektronische Folien, die mit Inhalten immer wieder neu geladen werden können, prophezeit wird. Auch Boris Fuchs ist der Ansicht, dass auch in Zukunft Zeitungen aus Papier bestehen werden. Es gibt auf der einen Seite E-Paper, auf der anderen Seite E-Ink. In beiden Fällen handelt es sich um Folien, in deren Inneren kleine Kügelchen schwimmen, die je nach Polarität ihre Seite wechseln und damit auch die Farbe. Ich betrachte das eigentlich nicht als ein Ersatz für Papier, sondern als eine logische Weiterentwicklung der Displaytechnik. Stora Enso ist eine große Holzverarbeitungsgruppe, die aus der Fusion der schwedischen Stora und der finnischen Enso hervorgegangen ist. In Varkaus liefern täglich rund 100 Lastzüge ihre 30 Tonnen Holz ab, die von den Hubstaplern in drei Fahrten abgeladen werden. Das Holz stammt aus Waldbeständen der näheren und weiteren Umgebung, meist aus eigentlichen Holzplantagen, mit einem Anteil von 75% Föhren und Fichten und 25% Birken. Die größten Stämme werden zu Bauholz zersägt. Das meiste aber wird zu Papier verarbeitet, wobei mit dem Sägemehl, dem Abfallholz und der aus der Papierproduktion anfallenden Schwarzlauge eine praktisch autarke Energieversorgung betrieben wird. Stora Enso ist der größte private oder industrielle Arbeitsgeber hier in der Stadt Varkaus. Und wir haben beinahe 1500 Mitarbeiter hier in der Fabrik. Die ganze Stora Enso erzeugt 15 Millionen Tonnen Papier im Jahr. In Varkaus werden auf 4 Maschinen jährlich 600.000 Tonnen Papier produziert. Auf der größten von ihnen entstehen 8 Meter breite Zeitungspapierrollen. Diese werden dann auf gängiges Zeitungspapierformat umgerollt. Und nur 10% dieser Menge kommen in der nahegelegenen Sanoma-Druckerei zum Einsatz. Der Rest wird anderweitig verkauft. Juha Zeder ist stolz auf die Kombination Druckerei-Papierfabrik. Das ist wirklich was Besonderes in aller Welt. Eine hochmoderne Druckerei hinter die Zeitungs- und Papiermaschine zu haben. Das gewaltige Papierlager trennt die beiden Firmen, die vertraglich zu keiner Zusammenarbeit verpflichtet sind. Aber in der Abgeschiedenheit des finnischen Winters wachsen auch ohne amtliche Papiere Beziehungen, die mehr wert sind als Verträge. Obwohl geschäftlich völlig unabhängig, arbeiten sie buchstäblich unter einem Dach zusammen. Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit dieser Druckerei. Die sind sozusagen ein Labor für uns. Wir können verschiedene Testen machen, also papierbedingte Testen machen mit verschiedenen papiertechnischen Eigenschaften. Wir liefern die Rollen zur Druckerei. Es dauert nur ein paar Minuten. Und das Feedback vom Kunden haben wir an Ort und Stelle zur Verfügung, würde ich sagen. So, das ist wirklich toll, so eine Zusammenarbeit zu haben mit der lokalen Druckerei. Bleibt das Problem, wie die Zeitung zum Kunden kommt. Ob über Kioskverkauf oder Gratisabgabe, per Automat oder Verträge, hinter den Druckmaschinen wurden für alle Verteilsysteme mannigfache und ausgeklügelte Abläufe entwickelt. Denn auch hier geht es darum, Kosten zu sparen. Beispiel: Schweizerische Hauseigentümerzeitung.
Mit Inkjet wird jedes der 270.000 Exemplare der Wochenzeitung persönlich adressiert. Das Verpackungssystem ist so programmiert, dass immer genau jene Exemplare in einem Bund zusammengefasst werden, die zu einer genau definierten Tour des Postbriefträgers gehören. Damit nicht genug. Die Zeitungen sind auch in der richtigen Reihenfolge sortiert, so wie sie der Briefträger zur Hand nehmen muss. Und sie werden direkt in die entsprechenden Postsäcke abgepackt. Das reduziert den Preis für die Postbeförderung. Die klassischen Abonnementszeitungen werden aber immer noch an die Kunden verteilt. Oft benutzen konkurrierende Produkte eine gemeinsame Verteilorganisation, wie zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung in Wien. Vom bayerischen Passau, wo die NZZ-Ausgaben für Süddeutschland und Österreich gedruckt werden, kommen die Pakete per Lastwagen in die österreichische Hauptstadt, wo sie feinsortiert werden. Dann beginnt die Auslieferung an die Kioske. Und auch die NZZ-Abonnenten in Wien haben ihr Exemplar vor 6 Uhr vor ihrer Türe liegen. Die persönliche Zustellung ist zwar je länger, je mehr ein Kostenfaktor für den Verleger. Andererseits ist sie ein nicht zu unterschätzendes Verkaufsargument. Und es ist denkbar, dass dieser Service dereinst weiter ausgebaut wird und zu einem eigenständigen Geschäftszweig avanciert. Zur Verteilung der Zeitung muss man sagen, ist das ja ein fantastischer Service, den die Zeitungen heute immer noch bieten, dass die Zeitung am Morgen um 6 Uhr im Briefkasten eines jeden Abonnenten ist. Wir haben uns in den letzten Jahren daran gewöhnen müssen, dass uns keine Brötchen mehr geliefert werden. Im Gegenteil, wir müssen sogar morgens Schlange stehen beim Bäcker. Bei den wenigen Bäckern, die am Samstag oder Sonntag Brötchen backen. Wir bekommen keine Milch mehr ins Haus geliefert. Nun, das ist vielleicht gelöst worden durch die Haarmilch. Aber die Zeitung wird immer noch morgens in aller Frühe bei Wind und Wetter von Austrägern verteilt. Und diesen Service versucht man nun natürlich auch aus Rationalisierungsgründen noch zu erweitern. In Finnland ist, der Weitläufigkeit des Landes und dem langen, dunklen Winter zum Trotz, die persönliche Zustellung noch weiter verbreitet als in Mitteleuropa. 87% der Haushalte, gegenüber 60% in Deutschland, werden mit einem persönlichen Exemplar bedient. Und das vertraglich vereinbart vor 5 Uhr früh. Obwohl in gewissen Landesteilen eine Verträgerin in 2 Stunden gerade einmal 10 Exemplare verteilt, hält die Sanoma-Leitung unerschütterlich an dieser Strategie fest. Wir sind wirklich ein Zeitungsvolk. Deshalb legen wir auf eine möglichst frühe Distribution großen Wert. Das ist in unserer Strategie ein wichtiger Faktor, auch wenn gerade dieser zum Teil äußerst kostspielig ist. Der alleinerziehenden Mutter und Krankenschwester Kirsi Hautamäki soll es recht sein. Dank diesem zwar anstrengenden, aber sicheren Job kann sie sich jedes Jahr 2 Wochen Ferien leisten. Und die finnischen Zeitungsleser in der Polarnacht schätzen die Pünktlichkeit, mit der ihr persönliches Sanomat-Exemplar in den Briefkasten flattert. Sie sahen Gut zum Druck. Die Zeitung im Umbruch. Die Kassetten der Sendereihe Gut zum Druck sind erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich. Oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet. Gleich anschließend in Swissmade Adrian Furtiger, der Schöpfer vieler Schriften. Als ab 1969 in Paris der modernste Flughafen in Europa entstand,
benannt nach dem Staatschef der Grande Nation Charles de Gaulle, wurde ein Schweizer beauftragt, ein einheitliches Signalisations- und Beschriftungssystem zu entwerfen. Adrian Frutiger. Zuvor und danach hat Adrian Frutiger die Geschichte der Schriften mitgeschrieben, mit zeitlosen Klassikern wie der Univers oder mit produktbezogenen Corporate-Design-Schriften wie jener für die japanische Kosmetiklinie Shiseido ein halbes Jahrhundert lang. Seine Karriere als Schriftenerfinder begann 1947, als der knapp 20-Jährige eine philosophische Erkenntnis gewann. Also die Geschichte hat in meiner Lehrzeit als Schriftsetzer in Interlaken begonnen, als ich plötzlich entdeckt habe, dass man mit 25 Buchstaben eigentlich die ganze Welt erfassen kann. Nach einer zweiten Lehrzeit bei Alfred Willimann und Walter Koch in Zürich wurde er 1952 an die renommierte Schriftgießerei de Bernier Pennio nach Paris berufen, wo er unter anderem mit der Centennial und der Serifa Erfolge feiern konnte. Der große Wurf gelang ihm mit der Univers, die ihn weltberühmt machen sollte. Dabei ließ er sich von einem einfachen Gedanken leiten, den er schon in seiner Ausbildungszeit verinnerlicht hatte. Das Wort formt eine Kette. Die Buchstaben hängen wie Kettenglieder aneinander. Die Univers baute Frutiger schließlich zu einer ganzen Schriftfamilie aus, in der magere, fette, kursive Buchstaben wie aus einem Guss zusammenpassten. Das war neu. Man hatte schon enge Buchstaben und weite, aber jeder hatte ein anderes Geschlecht, möchte ich sagen. Hingegen mir ging es darum, eine Palette zu schaffen, in welcher dann alle Schriften, alle Serien zueinander gehören. Die Univers konnte mehr ausdrücken als alle bisherigen Schriften. Die Schrift kann etwas Kostbares fein ausdrücken, etwas Schweres schwer ausdrücken, etwas Leichtes ganz leicht ausdrücken, etwas Schwaches schwach und so weiter. Das heißt, das Bild der Schrift ist zugleich Träger seines Inhalts. Und das war komplett neu. Das war als Begriff von Schrift, war das wirklich neu. Dann erreichte ihn der Auftrag für den Flughafen Charles de Gaulle. Adrian Frutiger wurde sich bewusst, dass dafür andere Kriterien gelten mussten, eine neue Philosophie nötig war. Es entstand die Frutiger. Jedermann dachte, ja, der nimmt die Univers ganz bestimmt mit Sicherheit. Und ich war gar nicht so sicher. Ich habe dann verschiedene Versuche gemacht und habe dann auch mit Demonstrationen gezeigt, ein Panel, das vom Wagen aus auf der Autobahn gelesen wird. Oder der Passagier, der geht ja oder rennt sogar unter den Angaben durch. Und der Buchstabe, der ist nicht mehr Teil eines Wortes, sondern der ist gleichwertig wie ein Pfeil. Die neue Schrift, die war offen. Die habe ich so offen wie möglich gehalten. Sehen Sie, das S war wirklich ein S wie ein Signal. Auch das A ist hier oben ganz kahl und nackt geworden. Und daraus ist eine neue Schriftart geworden. Also die ist jetzt, ich möchte fast sagen, zu einer internationalen Signalisationsschrift im Luftverkehr und im Eisenbahnverkehr geworden. Mit dem Computerzeitalter brach für Adrian Frutiger eine harte Zeit an. Die frühe Computertechnologie setzte dem Gestaltungsspielraum enge Grenzen. Die funktionalen, eckigen Strichschriften waren für den Schriftästheten, der die sanften Rundungen liebt, eine Beleidigung.
Linderung brachte erst die sukzessiv verbesserte Bildauflösung der neuen Computerbildschirmgeneration und die Zusammenarbeit mit einer norddeutschen Schiffsbaufirma. In einem Schiff gibt es ja überhaupt keine gerade Linie. Ein Schiff besteht nur aus Kurven. Und die haben dort ein Computerprogramm entwickelt, in welchem der Strich so geführt ist, dass er immer von fünf Punkten zu fünf Punkten die Radien ausrechnet, die es nötig hat, damit aus dem Strich eine Kurve wird. Das heißt, das Curved Outline Programm. Und ich möchte sagen, das war eigentlich das Ende der Weg meines Weges durch die Wüste. Am Gutenberg-Museum in Fribourg findet zurzeit eine Ausstellung mit grafischen Kunstreihen von Adrian Frutiger statt. Denn inzwischen leistet sich der 72-Jährige den Luxus, seiner Kreativität für Farben und Formen freien Auslauf zu gewähren. Seine Schriften hingegen will er, bescheiden wie er ist, nicht als Kunst verstanden wissen. Schriftzeichnen ist nicht ein Kunstwerk schaffen, sondern ein Werkzeug bauen, das das Geschriebene vom Papier in den menschlichen Geist überträgt.